Ja, Leute, ich muss leider mitteilen, dass Fehler unterlaufen sind bei den Aufnahmen. Ich kann es einmal kurz zeigen. Wir haben jetzt in der Zeit drei Lager gemacht. Heißt, also eins, zwei und dann so ein Flüchtlingslager. Ja, was ist daraus geworden? Der hat nicht aufgenommen. Na gut, so, jetzt haben wir noch hier ein paar Leute liegen, die wir noch leer machen können, glaube ich. Hier müsste noch irgendwo einer liegen. Oh. Hä? Da. Nein. Schnur nehmen wir mal mit. So, hier liegt noch einer. Rehhaut nehmen wir auch gerne mit. Und er kotzt sich aus. Eine Tabakpfeife. Und hier rollt der Kopf. Guck mal, Fußball mitspielen. Guck mal, er rollt direkt ins Feuer rein. Haben direkt Essen gleich. Ja, okay, daneben. So, hier oben ist einer, den wir. Anscheinend ein Kräuterkundler. Was? Was hast du anzubieten? Hast du was Interessantes? Mal eben gucken, was der hat. Der hätte, was ist das denn? Wolfsleber. Dann Teppige. Okay, können wir dem was Schönes verkaufen? Zutaten, Schwerter gar nicht. Fleisch können wir dem verkaufen. So, hier. Hier kann er ein bisschen was von haben, ne? Ah, der hat schon wieder kein Geld. Ah, jetzt hat er kein Geld mehr. Okay. Jetzt haben wir immerhin wieder ein bisschen. Okay, lebt wohl. Lebt wohl. So, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal das nächste Lager oder was weiß ich was abklappern. Vielleicht mal ein Monsternest. So, was machen wir? Hier unten wolltest du hin, ne? Ja. So, dann gehen wir mal nach da unten. Ist noch gar nicht weit weg, da kommen wir auch. Die Bienen waren. Die Bienen waren wollten wir. Jetzt bin ich hier durchs Feuer gerannt. Ich habe die Götter geschickt. Hexer haben Erbarmen. Nimm uns nicht die Kinder weg. Lauf! Ich hab euch euer Lager zugegeben und sollte jetzt eure Kinder mitnehmen. Oh, da waren drei drin. Sauber. Oh, ich bin wieder durchs Feuer gerannt. Oh, ich bin ja so ein Tröttelchen, ne? Warum haben die Angst vor mir? Ich hab den sogar noch geholfen. Was steht der hier allein? Götter dich schützen. Ja, der sagt immerhin, mögen die Götter dich schützen. Die anderen heulen, ich würde ihre Kinder wegnehmen. Kann man mal das eine ausblenden, diese Quest, die ganze Zeit an ist? Welche haben wir denn an? Die hier. Geht nicht, okay. Ja, wir versuchen jetzt auch mal ein bisschen in die Questen hochzusteigen. Ah, warte mal, was wir noch mal machen wollten, ist das Schwert nachgucken und zu reparieren, wenn es geht. Dafür haben wir auch Reparatursets. Haben wir hier irgendwas bei, was wir brauchen können? Das ist besser als unsere sogar. Ich habe noch nie mit einer Axt gekämpft. Oder eher gesagt, ne? Ja, zocken ja auch erst gerade. Jetzt dürfte auch nichts mehr kaputt sein, ne? Ne. Na gut, dann probieren wir doch mal, ne? Wir kämpfen praktisch jetzt mit einer Axt. Oh mein Gott. Guck mal, hier sind noch ein paar Pflanzen, die können wir mitnehmen. Hier ist wieder so ein Nest-Banditenlager. Warte mal, da hinten sind einzelne. Okay, lass mich los, mal meine gucken. Lieben, an die Arbeit! Ich hab so ein großes freies Feld. Ja. Und weg. Und vielleicht mal anzünden hier die ganze Meute. Ich bin kein Bastard. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Fleisch. Oh, und die haben von den Bienen warum? Nein! Also warte, Bienenwärme haben wir jetzt auch hier, die können wir mal direkt einfügen. Muss mal ein bisschen aufladen, währenddessen noch mein. Nimm mal wieder dein Schwert in Hand. Oh Mann. Komm, wenn wir den wenigstens schon mal haben, den Bogenschützen. Ne? Komm schon, komm näher. So, den haben wir jetzt für den nächste. Oh, der ist. Ah, der wäre auch schon fast tot. Okay, kommt her, kommt her. Willst du denn mit deiner komischen Armbrust? Okay. Komm, den noch. Komm, nein, nein, nein. Okay, jetzt bin ich, sind wir gleich kaputt. Hexerei! Lasst ihn nicht zu Atem kommen! Kurz ein bisschen aufgeladen. Okay, jetzt gehen wir weg. Ne? Ja.
Den Rest holen wir uns jetzt sofort gleich. Da oben ist auch ein Fragezeichen. Und da sind auch wieder welche. Jetzt warten wir mal. Haben die uns? Was sind das denn für welche? Auch Banditen. Boah, haben die hier viele Banditenlager, ne? Alter Schwede. Jetzt können wir wahrscheinlich noch nicht meditieren. Jetzt müssen wir mal eben kurz warten. Haben wir den mal getroffen? Ach, guck mal da. Da sind sie doch, oder? Hm. Ein bisschen Futter wäre für uns auch mal nicht schlecht. Sauber. Noch irgendwo einer? Da. Jetzt meditieren wir erstmal, dann holen wir uns auf jeden Fall mal ein Stück Fleisch da weg. So, meditieren tun wir in die Tageszeit. Okay. Hier haben wir uns das weggeholt und da ist das Lager. Ja, so eine Blume brauchen wir für den Trank, weil. So, dann gehen wir mal da rein, ne? Bist fast am Ende, was? Ja, du bist am Ende. Hey, oh. Und nächstes will ich auch erstmal den machen, der hat nämlich einen Bogen. Sauber. Ja, ich hab doch schon abgeblockt. Ah, guck mal, der hat auch schon mal abgekriegt. Los, meine Lieben, an die Arbeit! So, noch einer, ne? Ja. Ach, guck mal, er freut sich, oder was? So, sauber, wir haben das Lager auch fertig. So, da kommen auch jetzt welche. Na schön, haben wir doch erledigt. Haben wir doch schon viel geschafft wieder, oder? Ja. Und steigen tun wir auch so bald. 50 Kronen. Da ist auch ein Händler, sauber. Gucken wir gleich erstmal direkt, was er hat. Nehmen wir aber erstmal mit, was wir hier noch finden. In der Ecke sind so viele Fragezeichen. Ich wette, das sind dann immer so Städte, die wir alle freimachen, die wir dann später auf der Karte haben. Immer. Ja, bestimmt. Jetzt müssten wir ja auch hier bestimmt wieder so einen Wegweiser haben, ne? Nee, leider nicht. Aber hier ist. Aber da oben an dem. Ja, aber hier ist zum Beispiel ein Händler. Deswegen nehmen wir mal alles mit, was wir kriegen können. Können wir bestimmt gleich verkaufen. So, und hier ist dann holen wir uns gleich oben das Lager nochmal eben direkt weg. Das ist ein Schleichstein. Zeig mal, müssen wir mal testen. Eine Pfeife, ein Schwert, da ist ein Schleifstein. Dieser Gegenstand wurde aufbewertet. Oh, da oben die Rüstung. Ah, okay. Jetzt ist es verbessert. So, jetzt gehen wir mal eben zu dem Händler mal eben gucken. Da, Kaufmann. Was? So, was hast du anzubieten, mein Freund? Zeigst du mir, was du im Angebot hast? Mal eben gucken. Ah, sieht doch schon mal besser. Hat der Rüstungsreparatursets? Da. Anfänger Rüstungsreparatursets. Die kaufen wir den beide ab. Ja, ansonsten das könnte man auch noch gebrauchen, so zum Rüstung herstellen. Können wir uns irgendwann mal, wenn wir richtig viel Kohle haben, können wir uns das mal kaufen. So, er kann den Knüppel haben, er kann das haben. Die ist sogar ein besser als uns. Tun wir jetzt mal weg. Knüppel wollen wir nicht, Schwert wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, das nicht. Wir tun jetzt halt erstmal alles raus, was uns auch Platz wegnehmen. Ja, den brauchen wir hinterher. Den kann er haben. Das kann er haben. Was war das jetzt? Das Anfänger. Und das war. Die Stiefel kannst du verkaufen noch. Das war Anfänger, Waffenreparatur. Das war Rüstung, ne? Ja. Stiefel können auch weg. So, was haben wir denn hier noch im Angebot? Das verkaufen wir eh nicht, das nicht. Hier. Das kann dann beides gerne alles haben, was wir hier haben. Okay, die Münzen können wir nicht verkaufen. Aber hat er auch schon fast keine. Wir kommen jetzt auf unsere 1000 endlich mal. So ein paar Zutaten. Ja, eigentlich, die nehmen ja kein Gewicht weg. Die würde ich auch nicht gerne verkaufen, oder? Die brauchen wir wahrscheinlich selber noch. Ja. Für Tränke. So, bis dann. Bis dann. So, und dann hatten wir, hier oben war das, ne? Warte mal, erstmal meditieren wir wieder.
Und dann holen wir uns mal die nächsten. Und speichern sollten wir mal. Ich habe keine Lust, das immer wieder alles von vorne zu machen, weil wie gesagt, wir haben Fehler in den Folgen gehabt, tut uns sehr leid. Das wird auch wahrscheinlich nicht mehr, also wird nicht mehr vorkommen, hoffentlich. Da sind nämlich noch welche. Oh, die sind nur Dreier. Und die stehen so schön einzeln über dir. Vor allem, das sind nur Dreier, das ist gut. So. Ja, ich schlechte bin Idee. Wow. Was hat er in deiner Hand? Hammer. Reißt euch zusammen, Jungs. Und hier ist noch irgendwo einer. Hier, so ein scheiß Bogenschütze. So. Ich muss sagen, mittlerweile kommen wir auch gegen die an, ne? Oh, und unser Schwert ist kaputt. Eins, das habe ich doch gar nicht benutzt. Aber wir sind aber gleich auch auf 6, dann. Ja. So, unser Schwert. Anfängerwaffen. Die Axt ist kaputt. Ja. Da haben wir mal eine Reparatur draufgesetzt. So, hier ist noch was drin. Leere Flasche. So, dann holen wir uns hier unten die mal leer noch. Was habt ihr für mich noch? Oh, Kron, kleiner Schnüppel. Das können wir ja alles verkaufen, ne? Ja. Schadet ja nicht. Da haben wir noch einen. Und jetzt kommen wir hier oben zu den nächsten. Ah, oh, Feuer. Dass ich da auch immer reinrennen muss. Haben wir jetzt hier eigentlich alles mitgenommen? Da ist noch eine Kiste. Da waren auch Stiefel drin. Ich hoffe, die sind was für uns. Stiefel da? Ne, sind so die gleichen fast. So, ansonsten haben wir hier nichts mehr, ne? Hat auch hier hinten ist noch eine kleine Wasserflasche drin. Ja, sauber. Dann haben wir das auch schon mal. Jetzt ist die Frage, holen wir uns die? Oder holen wir uns die hier unten, ne? Sieht ja aus wie eine kleine Stadt. Sieht doch schon mal, es wäre doch super, wenn wir eine kleine Stadt mal bekommen. Und ich renne wieder ins Feuer. Feuer meditieren wir nochmal. Ja, geht jetzt nicht. Dann speichern wir zumindest mal. Stimmt, weil ich renne, kann ich nicht meditieren. Nein, weil du brennst. Wahrscheinlich. Jetzt geht's. So, dann speichern wir nochmal. Ja, Leute, dann so, weil dann klappern wir nämlich ein paar Fragezeichen ab, um uns noch ein bisschen hoch zu leveln. Und ich hoffe, dann klappt das alles bald, wie wir uns das vorstellen. Da ist was. Ja, hier ist auch ein Ding. Ach, auch Dreier. Was denn, mein Freund? Oh, ich kämpfe mir eine Faust. Jetzt! Der hat so einen Speer, der kommt auch jetzt weg. Verfluchter Bastard! Wir wissen ja aber nicht. So, sauber. Und kleiner Knüppel. Hier haben wir wieder ein bisschen was. Aber es war noch nicht alles, das waren anscheinend nur die Anfangswachen, ne? Was ist da hinten? Weiß ich nicht. Ja. So, hier haben wir ein Schild, das ist auch schon mal gut. Vielleicht ist noch einer. Ja. Du bist so gut wie tot! Das ist auch so ein schönen Speer. Jetzt links, links! So, das war's, fertig. Kommt hier keiner mehr? Ich dachte, wir hätten die Stadt jetzt frei gemacht. Scheinbar ist das keine Stadt. Nee, das ist einfach nur wieder ein Ort, den ich leer machen kann. So, fertig. Schade. Warte, hier sind noch Sachen. Hallo. Hallo, bitte wegmachen. Hier ist noch ein Schild. Zwergenschnaps. Da ist ein Schild. Was haben wir hier hinter noch? So, jetzt meditieren wir wieder. Wird wieder Zeit, ne? Damit wir immer schön geheilt. Damit wir immer schön geheilt bleiben, Leute. So. Oh, ist das der?
kam er denn jetzt her? Keine Ahnung. So, da sind auch wieder neue in dem Dorf. Hä? Ah. Wie kommen die jetzt hin? Ich hab euch ausgerottet. Ich hab euch gesagt, ihr wohnt hier nicht. Aber jetzt hattet ihr hier wegkommen. So, dann machen wir jetzt direkt mal das nächste Fragezeichen, damit wir ein bisschen was schaffen. Das ist nämlich hier. Also ich muss sagen, bis jetzt läuft gut, ne? Ja. Wir räumen ein paar Fragezeichen. Wie viel haben wir denn insgesamt überhaupt? Wir haben 58. Oha. Oha. Oh, das kann ja ein. Aber wir steigen gleich. Da ist ein Dorf. Da rennen wir mal direkt rein. Mal gucken, was da los ist. Na ja. Endlich auf, in sein Schwert zu rennen. Der hat einen Hammer. Ich hab den Tisch auch gemacht. Sterb, Schwachmann! Der hat einen Bogen. Du hast ausgebogt. So, das war's. Nächstes fertig. Wo kommen denn die ganzen Banditen hierher, ey? Hammer, oder? Mhm. Hammer, wie der nicht bewegt sind dann aus. Wen? Hammer? Was denn? Was kochen die sich denn da zurecht für eine Pennersuppe? Oder irgendwas obdachlose Suppe. So, und jetzt müssen wir hier hinten irgendwo eine Kiste ran. Da. Sauber, haben wir schon mal was. Kohle. Aber hier können wir aber uns ordentlich was wegholen, ne? Ja. Hä? Da hängt einer. Achso, ich wollte schon sagen, da steht einer. Wo kann ich den nicht öffnen hier? Geht nicht. Okay. Hier hängt einer. Oh, die haben sich aber hier ein schönes Lager zurecht gemacht, ne? Ja. Hier hängt Schinken. Da oben sind welche aufgespießt und aufgehangen. Sauber! So, dann kommen jetzt die nächsten. Holen wir uns das nächste direkt mal hier unten, oder? Oder nicht? Ja. Da möchte ich auch gerne nochmal hin. Hier haben wir ein Monstermesser zerstört. Ja, gucken wir mal, was da unten ist. Dann haben wir auch gleich schon die kleine Ecke da soweit fertig. Ja. Nur halt, ne, so ist das Beste. So kann man sich ein bisschen aufleveln. Also ist auch angeblich nicht weit weg, 77 Fuß. Sprich da. Oder? Ja. Komm, lass uns noch mal kurz meditieren. Noch mal kurz speichern. Und dann lass uns reinrennen ins Gemetzel. Komm schon. Hört endlich auf, in sein Schwert zu rennen. Ja, ja, die Hunger ist auch. Guck mal, was da so was kriegen. Ja, irgendwie sind nicht hier alles voll mit Banditen. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommen mal ein paar Monsterlager-Nester oder so. So, dann haben wir hier die Kiste von denen. Bergenschnaps. So, pass auf, dann haben wir herausgerissene Seiten. Komm auch mal reingucken. Questen. Haben wir gar nichts. Wie viel Platz haben wir noch in der Tasche? Auch geht noch ein bisschen mehr. Ne? Ja. Ja, holen wir uns noch hier unten die. Ach du meine Güte, ist alles voll. Oh! Nee, die kriegen wir nicht. Die kriegen wir nicht. Ja, ist gut. Alter! Wie irre sind die denn? Mann. Die sind schlimm, ey. Oh Mann, ey. So, Leute, ich trinke mal ein kleines Stückchen. Ah. Oh Mann. Da geht was ab. Ne? Ja. Aber krass, in der einen Ecke hast du gerade mal hier so Dreier und dann sind da unten so 15er Monster, ey. Mhm. Und jetzt lädt er sich wieder tot.
Er lädt. Ja. Sag ich doch. Ganz trocken sind wir heute nicht mehr. Ja, Leute, Ladebildschirm. Aber die haben wir doch. Nee, haben wir jetzt nicht. Aber oh, die waren einfach. Ich werde dich abschlachten wie einen Hund. Umzingelt ihn! Wir können ihn nicht umbringen! Der nächste. So, Leute, ihr hättet rennen sollen. Die Ertrunkenen, wie gesagt, holen wir uns da unten nicht. Das war ja wohl Platz im Weg. So. Da haben wir doch schon mal wieder einiges abgeholt hier, ne? Ja. Können wir nochmal Spiel speichern. So, dann würde ich sagen, was machen wir als nächstes? Wir haben noch irgendwo ein Gefangenenlager. Wo haben wir das denn übersehen? Das haben wir wohl aufgemacht, aber übersehen. Ah, hier oben haben wir auch noch ein Monsternest. Boah, hier haben wir noch viele Fragezeichen, ne? Ja. Vor allem so dicht nebeneinander. Aber ich möchte gern das eigentlich. Dann müssen wir noch rumlaufen, wenn wir ertrunken sind. Ja, aber die Frage ist, was kommt denn dann da? Aber hier sind keine, ne? Nee. Okay, dann gehen wir mal rüber. Oh, das Wasser. Ja, wir haben seit Folgen schon Wassergrafikprobleme. Kann man unter Wasser was sehen? Ja. Und die Wasseroberfläche. Und die Wasseroberfläche hat einen Grafikschutz. Ah, da. Was heißt das nochmal? Ist das ein Ort der Macht? Warte mal. Was heißt das? Versteckter Schatz. Ah, versteckter Schatz. Oh. Okay. Später. Okay, der hat uns nicht gesagt, welche Stufe. Okay. Wir sind doch schon weg. Bleib doch mal ruhig. So. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal hier zu dem Dorf. Portieren uns nach hier oben, machen hier oben ein bisschen sauber. Ja, würde ich auch sagen. Weil ansonsten, unser Schwert ist schon, unsere Axt hat schon wieder ein mitgekriegt. So wie es aussieht. Aber die lohnt sich eigentlich auch nicht mehr viel zu reparieren, weil wir jetzt bald unser Schwert haben. Ja. Wie gesagt, mit Axtkämpfen macht auch Spaß. Also ist jetzt nicht gerade ohne. Und wie gesagt, seit Folgen haben wir schon diese Grafik-Wasser-Probleme. Kann da mal jemand reinschreiben, wenn er wisst, wie man das beheben kann. Oder auch nicht. Nur wäre natürlich schön, wenn das mal wieder normal wäre, ne? Ja. Oh, was haben wir hier noch? Ich weiß es nicht. So, dann sind wir schon im Lager hier. Wo jetzt auch diesmal wirklich keine mehr sind. Das freut mich. So, dann gehen wir mal nach hier oben. Und dann suchen wir uns da oben mal was raus. Ladebildschirm. So, wir sind da. Das Feuerfass, Leute. So, Weltkarte. Und dann gehen wir mal erstmal den, ne? Ja. Die am Rand würde ich noch ein bisschen lassen. Geralt, danke ich glaub... für alles. Oh, der kennt uns. Geralt, danke für alles, hat er gesagt. Oh. Danke, bitte. So, wir sind jetzt gleich auch da. Vorher speichern wir wirklich nochmal hier. Weil ich glaube, das gibt nämlich sonst richtig einen drauf. Habe ich jetzt gespeichert? Glaube ja. So. Geralt, danke für alles. Oh, da haben wir wieder so ein Banditennest. Verdammt. Haltet ihn, werft ihn in den Graben. Ja, die sind schon ganz schmach dich, aber wir haben ein richtiger Mutant. So, zwei haben wir. Ja. In der Nähe ist Halleluja. Oh, hier sind aber viele. Viele. Wie gesagt, wir räumen jetzt nach und nach auf. Der Bogenschütz hat den übrigens gerade erschossen. So, der nächste ist Platz. Da ist der Bogenschütze, macht ihn fertig. Hast du gesehen? Ja.
trifft die wahrscheinlich immer aus Versehen. Nee. Mach mal den. Na komm schon. So. Oh, der Bogenschütze, der hilft uns aber echt. Pirat, und das deine Mama nicht. Boah, wie viele hier sind, ne? Ja, wir räumen jetzt erstmal hier oben die Fläche auf, oder kommen jetzt die nächsten. Jetzt machen wir uns erstmal den Bogenschütze auch noch nicht weg. Wir ziehen dir die Haut ab. Ja, ich euch auch. So, das war's. Versteckter Schatz nennt man das auch, ne? Ja. Der war aber ziemlich gut bewacht. Der war echt gut bewacht und ich muss sagen, wir haben ihn echt gut leer geräumt hier. Ja, dafür, dass das 7 da waren, ja. Ja. Und wir steigen langsam. Ich glaube, der hat so ein Reparaturset dabei. Er hatte vorhin auch noch einen dabei, aber wir haben auch noch Reparaturset. Und da wir jetzt eh fast steigen, würde ich sagen, lohnt sich dann nicht mehr die Axt zu reparieren. Weil dafür ist dann Verschwendung, ne? Ja. Hier unten liegt noch ein Bogenschütze oder so. Wundert mich, dass wir auch noch nicht gestiegen sind, ehrlich gesagt. Ja. Ja, kommt noch. Guck mal, noch ein ganz kleines Stückchen ist da oben. Ah, da sind immer noch welche. Wo soll der Schatz sein? Ah, da. Das ist ja kein Schatz, das ist ja eine Piratennotiz. Eine Piratennotiz haben wir bekommen. Eine Quest? Quest, ja. Gestern haben wir einen Silberschale und einen Rubinbrosche aufgefunden, okay. Aufgrund. Warte, was steht da? Die Schätze der Königin. Jetzt gucken wir mal unter Quest. Das wird ja Hauptquest, das ist ja neben Quest, ne? Oder? Ja, muss eigentlich. Wie heißt die denn? Hexenaufträge? Schatzsuche. Da, Schätze der Königin. Die machen wir gleich. Zielt auf seine Augen! Wie gesagt, sind immer noch welche. Die holen wir uns auch noch. Ganz schön biestig, mein Freund, ne? Zaubert! Ja, halt lieber die Klappe. Dann zauber ich gleich noch was ganz anderes, mein Freund, nämlich Fische. So, und dann haben wir hier direkt einen Schatz irgendwo. Wo soll der Schatz denn sein? Wo ist deine Hexersonne? Ne, da. Oha, jetzt haben wir noch nicht mal ein Boot in der Nähe. Speichere jetzt erstmal. Oder erstmal kurz meditieren. Gemütlich im Wasser? So, und dann speichern. Ich würde sagen, wir holen uns direkt erstmal den Schatz, wo wir jetzt hier sind. Obwohl der Teil ist ja echt schon ein bisschen düster aussieht. Ja, so ist es. Wir schwimmen jetzt einfach gleich mal kurz hin. Ja, lauf schneller. So. Wir müssen nach da, ne? Und hier haben wir auch nette Leute. Wo sind sie? Da. Läuft doch. Da ist der Schatz irgendwo. Jetzt tauchen wir noch mal kurz auf. Jetzt kommen die nächsten schon.